Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dead Space. Knappe zwei Wochen sind vergangen. Bis ich mal endlich Dead Space aufgenommen habe. Und hatten wir noch ein bisschen Plasma-Energie. Die Mauseinstellung ist echt fummelig, ey, muss ich ehrlich mal zugeben hier. Ich hoffe, dass sie bei Dead Space 2 doch das alles verbessert haben. Mal sehen, was auf uns erwartet. Boah, Kopfschuss. Audiolog. Persönliches Logbuch des stellvertretenden Chief Engineer Jacob Temple. Es ist jetzt zwei Tage her, dass sie den Planeten aufgerissen haben, seit der Captain starb. Die Panik, die Aufstände, das war nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen sollte. Unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, sie kamen alle wieder zurück. Verändert. Kamen, um uns zu töten, um uns zu holen. Heute Morgen verschwand Rucker und ich gehe davon aus, dass er tot ist. Meine Crew, alle fangen an durchzudrehen. Ich habe versucht, sie im Auge zu behalten, aber im Augenblick habe ich größere Probleme. Wir haben einen Treibstoffleck und der Primärantrieb hat schwer zu schuften. Denvers und ich werden versuchen, das Treibstoffdepot zu erreichen und das Leck zu reparieren. Temple out. Da haben wir noch Credits, das nehmen wir mal mit. Ich habe zwar überhaupt keine Ahnung, was dieser Aufzug hinführt. Auf jeden Fall gehen wir mal jetzt zur Speicherstation und speichern mal ab, bevor wir weitermachen. Annehmen. Ja. Und jetzt gehen wir mal auf den Shop, mal gucken, was da so jetzt alles gibt. Anzug Level 3 gibt es leider noch gar nicht. Schade eigentlich. Nicht genug Credits. Safe. Am besten, liebe Freunde, kaufe ich mir diese Strahlenkanone. Die kaufe ich mir wirklich. Und dieses... Und dass ich mir diesen Impulsgewehr gekauft habe, das war ein Fehler. Das ist einer der schwächsten Gewehre, die es gibt hier. Tja, hier haben wir noch alles übrigens. Okay. Da hatten wir leider gar nichts gehabt. Dann gehen wir mal weiter. Der lebt noch, der lebt noch. Ich hab es euch doch gesagt. Die leben alle noch. Zeigt euch. Okay, der ist tot. Weil der hat einen abgetrennten Bein. Ah, und noch eine Werkbank. Okay. Da gehen wir doch mal hier gerne auf den auf die Trefferpunkte lieber. Kein eingegrenzter Knoten entdeckt. Anfrage kann nicht ausgeführt werden. Dann machen wir das halt. Okay, und dann können wir wieder TP auswählen. Aber erst nachdem wir endlich noch einen Knoten gefunden haben. Oh, da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer. Da kommt ein Gegner. Ich bin halt immer mal vorsichtig. Wenn da jetzt Leute kommen, beziehungsweise Gegner auftauchen. Ja, Credits. Und hier haben wir noch eine Truhe.
Also so eine. Also so eine Kiste. Moment, so. Alles Paletti. What the fuck? Was? Voll? Wir haben schon voll, das gibt's doch gar nicht. Wir gehen mal kurz nach unten, damit wir gucken können, was da so noch alles zum Einsammeln gibt. Okay. Störung, Chinese benötigt. Okay, darunter kann ich also nicht runterfallen. Da haben wir noch Credits, 1000 Dollar. Habe ich mir jetzt mal aufgehoben. Runterziehen. Ja, bitte. Und jetzt? Es passiert nichts. Hä? Ah, super. Also runterziehen klappt nicht. Hm, okay. Dann gehen wir mal hier hin. Oh, 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 Munition ist knapp. Okay, das wär's dann. Ah, wir können da rein. Nein! Nein! Jetzt hat die ihn auch noch lebendig gemacht. Ich glaub's ja nicht. Oh oh. Sei ruhig, sei ruhig, sei ruhig. So, Plasma Energie noch gehabt. Aber wir müssen immer noch jetzt da durch. Wir müssen da jetzt durch. Scheiße. Ah, voll. Vielleicht hier? Müssen wir vielleicht irgendwas machen? Ich weiß es nicht. Wir konnten ja den Aufzug betätigen, oder? Ja, wir speichern nochmal ab, lieber. Bevor wir weitermachen. Jetzt frage ich mich, wo hier der Aufzug nochmal war. Genau hier, okay.
Wir nehmen mal den Aufzug und gehen mal nach unten oder nach oben, keine Ahnung. Okay. Boah, das führt ja ziemlich nach unten, ey. Oh je, Mini. Luftkanister klein. Aber wir haben das schon. Egal. Deshalb gehen wir mal jetzt weiter. Hier spricht Temple. Jetzt ist auch noch die Zentrifuge offline. Uns hängen 4 Millionen Tonnen Gestein am Arsch. Und ohne die Zentrifuge, die das Schiff im Gleichgewicht hält, wird der Gravitationsstrahl uns runter zur Kolonie ziehen. Ich werde jetzt mal nachsehen, ob ich was reparieren kann. Impuls, Munition und hier haben wir noch einen Schrank. Nochmal Impulsgewehr, wir hatten doch hier irgendwas. Ja genau, Strahlmunition. Da ja unser Inventar voll ist, werfe ich mal Plasma Energie mal weg, lieber. Nee, das hier, ja genau. Wie werfen wir das nochmal weg? Ich weiß es nicht, ich habe alles vergessen. Egal, so. Okay. So. Für die Werkbank brauchen wir einen Knoten. Da wir leider keinen Knoten haben, ist das für uns leider nutzlos. Dekontaminationssequenz aktiviert. Bitte warten. Oh je. Oh je. Ach du Scheiße. Die kommen hier hin, die kommen hier hin. Boah, da spritzt aber gewaltig Blut. Da kommt noch einer, da kommt noch einer. Boah. Oh nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Die Kontaminationssequenz beendet. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ja. Bitte sehr. Auch wenn es beinahe mein Leben gekostet hat. Wo bin ich denn hier eigentlich? Boah, es gibt ja gewöhnlich mehrere Wege hier in Dead Space. Es bleibt weiterhin spannend. Halbleiter Gold. Oh, das hole ich mir doch natürlich. Machen wir hier Luftkanister. Stacepack. Benutzen. Das können wir machen. Okay. Okay, alles klar. Jetzt konnten wir das aufheben. Jetzt gehen wir mal da rein. Speicherstation. Auf annehmen und dann auf ja, bitte. Was für Luftkanister haben wir eigentlich? Mittel, ne? Genau. Okay, alles klar. Wir gehen jetzt mal weiter. Ende der Schwerelosigkeit. Eintritt Schwerelosigkeit.